Willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe zu Citadels. Ich bin Jürgen Reusig von der Games Distillery. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Burgenbau beschäftigt. Heute ziehen wir selbst in die Schlacht und ich werde euch zeigen, welche Einheit man bauen kann, und wir werden mit einer Armee in den Krieg ziehen. Viel Spaß dabei! Nachdem ich meine Ökonomie aufgebaut habe und die Siedlung gesichert habe, wird es irgendwann Zeit, auch selbst an Angriff zu denken oder eben Einheiten zur Verteidigung zu präsentieren. Dazu stehen uns in Citadels eine Vielzahl an Einheiten und auch Belagerungswaffen zur Verfügung. Für Militärgebäude haben wir zum einen die Kaserne für die Schwertkämpfer oder Fußsoldaten. Wir haben das Trainingsareal für die Bogenschützen. Es gibt Ställe, wo ich die Reitereinheiten bauen kann. Und es gibt den Workshop für die Belagerungswaffen, wo ich die größeren Belagerungswaffen dann bauen kann. Wie auch in der Ökonomie oder bei der Verteidigung kann ich mit jedem Upgrade des Hauptgebäudes weitere und stärkere Einheiten freischalten. Bei den Einheiten ist es auch so, dass die Arbeiter in das Trainingscamp gehen und dort in Soldaten gewandelt werden bzw. zu Soldaten ausgebildet werden. In meinen Militärgebäuden kann ich jetzt die verfügbaren Militäreinheiten produzieren. Derzeit ist das der normale Schwertkämpfer, der erste Bogenschütze, ein Reiter, ein Katapult und eine Ballista. Auch hier muss ich die Arbeiter als Ressource verwenden, zur Ausbildung schicken. Die werden dann als Soldaten ausgebildet. In Citadels gibt es als Fußsoldaten die Schwertkämpfer in verschiedenen Ausbildungsstufen und Qualitätsstufen. Es gibt Bogenschützen und Langbogenschützen, Armbrustschützen, die eine stärkere Durchschlagskraft haben. Es gibt berittenere Einheiten, Ritter, die auf Pferden in den Krieg ziehen. Und bei den Belagerungseinheiten haben wir zum einen Katapulte in mehreren Qualitätsstufen. Es gibt Ballisten, die starke Pfeile verschießen. Es gibt zusätzlich ein Trebuchet, das eine sehr, sehr starke Waffe ist, aber erst aufgebaut werden muss vor Ort. Zusätzlich habe ich, um gegnerische Festungen zu erobern, die Möglichkeit, auch Leiterträger zu produzieren und Belagerungstürme, in die ich Einheiten stationieren kann, die ich dann an die Mauern des Gegners heranfahre und so in die gegnerische Burg eindringen kann. Und so baue ich mir eben eine Angriffsarmee zusammen, je nach Zielsetzung, um den Gegner auf der jeweiligen Map zu vernichten. Bei den Unterschieden der verschiedenen Einheiten haben wir besonders auf den visuellen Impact geachtet. Es wird Missionen geben, die auch bei Dunkelheit oder bei Nacht ausgeführt werden. Und die höheren Einheiten schießen zum Beispiel mit Brandgeschossen, mit Feuerpfeilen. Und das sieht dann natürlich bei Nacht besonders eindrucksvoll aus. So, wenn ich dann meine Armee in Stellung gebracht habe, um den Gegner anzugreifen, kann ich loslegen. In der Regel ist es gut, seine vorgelagerten Produktionsketten erstmal zu zerstören und dann die Hauptfestung anzugreifen. Und jetzt kann ich mich darum kümmern, die Hauptburg anzugreifen, die doch sehr gut befestigt ist. Also schicke ich erstmal die Belagerungswaffen vor, versuche die in Position zu bringen und dann die Fußsoldaten nachzuschicken.
was die Missionsvielfalt angeht. Natürlich sind wir ein Strategiespiel mit einem starken Kampfaspekt. Es wird natürlich viele Missionen geben, in denen ich klassisch eine Siedlung aufbaue, versuche, Verteidigungsanlagen möglichst gut zu positionieren und mich dann gegen einen Gegnerangriff verteidigen muss oder selbst ausziehen muss, um einen Gegner anzugreifen und zu vernichten. Es gibt aber auch interessante Missionen, wie zum Beispiel eine Abfolge von erst einer Scout-Mission, bei der ich einen wichtigen Gegenstand finden muss, mich dann zu einem alliierten Dörfchen durchschlagen muss, die dann zu mir überlaufen, von wo aus ich anfange, dann meine Ressourcen weiter auszubauen und die Armee zu stärken, um letztendlich den Gegner auf der Karte zu besiegen. Es gibt zum Beispiel auch eine Mission, bei der der Wasserstand auf der Karte eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich muss meine Armeen so produzieren und das Ganze so timen, dass ich gerade, wenn Ebbe ist, mit meiner Armee übersetzen kann, um den Gegner anzugreifen und schließlich auszulöschen. Das war der dritte Teil unserer Videoreihe zu Citadels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal wollen wir euch noch ein paar besondere Features von Citadels vorstellen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis bald!